Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar aus der Reihe Wednesday Webinars at Noon des Deutschen Instituts für Rechtsabteilung und Unternehmensjuristen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Anne-Friederike Paul. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Compliance im Mittelstand. Als Referenten des heutigen Tages möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Florian Block und Herrn Dr. Eckhard Gottschalk, beide Partner bei CMS Deutschland. Herr Block, Ihr Beratungsschwerpunkt liegt unter anderem in der Begleitung von multinationalen Unternehmen bei der Einführung und Umsetzung von Compliance-Management-Programmen und bei der umfassenden Aufarbeitung von Compliance-Verstößen. Herr Dr. Gottschalk, Sie sind ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Compliance und begleiten Ihre Mandanten regelmäßig bei Aufbau und Weiterentwicklung von Compliance-Systemen sowie bei internen Untersuchungen. Ja, Ihre Fragen können Sie wie immer unten links im Chatfenster stellen. Ich würde sagen, wir starten. Herr Block, Herr Dr. Gottschalk, Sie haben das Wort. Ja, Frau Paul, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns, dass wir Ihnen in den nächsten 30, 35 Minuten einen kleinen Überblick geben können über das aus unserer Sicht nach wie vor spannende Dauerbrenner-Thema Compliance im Mittelstand. Dass das Thema tatsächlich nichts an Aktualität verloren hat, zeigen zum einen die recht hohen Teilnehmerzahlen heute bei diesem Webinar, aber auch so die Entwicklungen, die wir sehen im Rechtsmarkt und die Erfahrungen, die wir in der täglichen Beratungspraxis machen. Zum einen ist das Verbandssanktionengesetz oder besser gesagt der Entwurf zum Verbandssanktionengesetz zu erwähnen, der aus unserer Sicht die Diskussion über Compliance im Mittelstand erneut befeuert hat, weil es doch mit Inkrafttreten des Verbandssanktionengesetzes deutlich wichtiger wird, auch für Mittelständler ein Compliance-System zu haben. Und zum anderen die Beobachtung aus der Beratungspraxis, dass viele Mittelständler auch heute im Jahr 2020 immer noch kein oder kein angemessenes Compliance-Management-System haben oder doch erheblichen Anpassungsbedarf bei sich selber sehen. Ganz kurz, was wollen wir mit Ihnen durchgehen? Wir geben Ihnen eine kurze Einführung, warum ist Compliance notwendig, was sind die rechtlichen Grundlagen, wie ist die Compliance-Verantwortung im Unternehmen und möchten dann sozusagen im Hauptteil des heutigen Webinars mit Ihnen mal durchgehen, was aus unserer Sicht, nach unserer Erfahrung, die wesentlichen Elemente für ein angemessenes Compliance-Management-System vor allem im Mittelstand sind. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Eckhard Gottschalk. Vielen Dank, lieber Florian. Anfangen möchten wir mit einem Zitat von Paul McNulty. Paul McNulty muss man nicht kennen, das ist ein ehemaliger US-amerikanischer Justizminister, der soll gesagt haben, if you think compliance is expensive, try non-compliance. Und das ist ein Obersatz, der gerade, wenn man sich die jüngste Berichterstattung über Unternehmen ansieht und auch die jüngsten Verfahren, die wir alle kennen, durchaus Bedeutung hat. Airbus hat gerade 3,6 Milliarden Euro im Zusammenhang mit vermeintlichen Compliance-Verstößen gezahlt. Dies zeigt, dass Non-Compliance sehr teuer für Unternehmen werden kann, wenn nicht sogar existenzbedrohend, und dass ein gewisser Aufwand für Compliance sich lohnen kann. Was sind die rechtlichen Grundlagen? In Deutschland wird immer noch diskutiert, ob es jetzt eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift gibt, aus der sich ableiten lässt, dass ein Unternehmen eine Pflicht hat, ein Compliance-System aufzubauen. Wir meinen, das ist eher eine akademische Diskussion. Die Praxis zeigt und auch die jüngsten Verfahren, dass die Unternehmensleitung eine originäre Pflicht hat, so eine Compliance-Organisation aufzubauen. Und da ist auch gerade die Stärke, liegt auch gerade die Stärke für den Mittelstand, denn um diese Pflicht zu erfüllen, hat man ein unternehmerisches Ermessen und sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, die letztlich dazu führen, dass man auf den Mittelständler bezogen tailor-made ein System entwickeln kann. Dabei sollten auch Mittelständler nicht nur sich auf das deutsche Recht beschränken, sondern auch sicherlich einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Das Mutterland der Compliance, USA, hat einen sehr strengen Strafverfolgungsanspruch, der bereits durch Minimum Context ausgelöst werden kann. Da kann eine E-Mail ausreichen oder eine Zahlung, die über die USA abgewickelt wird, sodass, wenn man so ein Compliance-Programm aufsetzt, auch andere Rechtsordnungen berücksichtigen sollte. Und wir sehen es auch in unserer täglichen Beratungspraxis. So hatten wir ja gerade erst jüngst die Anfrage von einem Mittelständler auf dem Tisch, inwiefern bestimmte Verfahren
sich auswirken auf Reisen, die ein Vorstand, eine Geschäftsführung in die USA geplant hat. Warum ist Compliance notwendig? Das kann man unter, sage ich mal, vier Überschriften zusammenfassen. Ich will mit der ordnungsgemäßen Unternehmensführung und den Anforderungen Dritter anfangen. Das eine sind die rechtlichen Grundlagen, die wir gerade schon angesprochen haben. Die werden aber teilweise noch ergänzt durch Compliance-Standards, die sich in vertraglichen Regelungen, in Lieferverträgen finden, die Mittelständler ausgesetzt sind, oder auch Standards, die für mittelständische Unternehmen auch gelten, wie zum Beispiel Regelungen im IDW-Standard oder auch Regelungen im Corporate Governance Codex. Drei Pflichten lassen sich ableiten in dem Zusammenhang. Die erste Pflicht ist, eine Risikoanalyse durchzuführen und sich darüber Gedanken zu machen, was muss ich eigentlich an Risiken abdecken. Die zweite Pflicht ist, auf der Basis dieser Analyse ein Programm zu entwickeln und dieses Programm im täglichen Doing auch umzusetzen. Und die dritte Pflicht ist die Überwachung, nämlich die Effektivität des Compliance-Programms zu überprüfen und laufend auf den Prüfstand zu stellen. Die anderen beiden Kästen, die Haftungs- und Schadensprävention und die Reputations- und Geschäftssicherung, die gehören auch wiederum zusammen. Die Unternehmensleitung hat ein Interesse daran, diesen Pflichtenkanon zu erfüllen, weil sie nämlich selbst haftet. Ein Aufsichtsrat oder ein Beirat, der von gewissem Fehlverhalten erfährt, auch den trifft eine Überwachungspflicht an eine etwaige Haftung. Das Unternehmen selbst kann bei Fehlverhalten durch Geldbußen in Existenzbedrohungen kommen. Auch das ist durch die Neuregelung des Vermögensstrafrechts in Deutschland, hat das an Brisanz gewonnen, weil das Bruttoprinzip nun mehr gilt und nur Aufwendungen abgezogen werden können, die letztlich in keinem Zusammenhang mit der betreffenden Straftat stehen. Wichtig sind auch vergaberechtliche Konsequenzen. Wenn ich als Unternehmen im öffentlichen Bereich tätig bin, dann kann ein Compliance-Verstoß dazu führen, dass ich gewisse Offenlegungen treffen muss oder eventuell auch geblacklistet werde. Damit einhergehend ein Reputationsverlust, der bei Unternehmen eintritt. Auch Investoren legen immer häufiger darauf Wert, dass Unternehmen gewisse Standards einhalten, sodass, wenn Compliance-Verstöße zutage treten, auch insofern Probleme in den Investor Relations kommen. Das alles zeigt, dass Compliance wichtig ist. Wenn wir in dem Einführungsteil noch und zwei Dinge einmal ergänzend ansehen, eine ist Rechtsprechung, die wir meinen, die man kennen muss, die wichtig ist, und das andere ist das unternehmerische Ermessen. Die erste Entscheidung, die kennen wir alle, das ist die Neubürgerentscheidung damals im Jahr 2013. Beschäftigte die Korruptionsaffäre bei Siemens, die Gerichte und auch die Presse im siebten Jahr. Und neun Vorstände, unter anderem auch der Vorstandsvorsitzende Heinrich von Pira, hatten Vergleiche mit Siemens abgeschlossen. Von Pira hatte wohl 5 Millionen Euro im Rahmen so eines Vergleiches gezahlt. Herr Neubürger, der ehemalige Finanzvorstand, lehnte so einen Vergleich ab. Und es kam dann zu einem Gerichtsverfahren. Und im Jahr 2013 hat das Landgericht München I ein Urteil gesprochen und Herrn Neubürger zu 15 Millionen Schadensersatz verurteilt. Das Urteil stellte einen Präzedenzfall in der deutschen Rechtsgeschichte dar. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben, dass ein Vorstandsmitglied eines DAX-Unternehmens zu einem Schadensersatz wegen Organisationsverschulden verurteilt worden ist. Und das zeigt letztlich die Tragweite, die Organisationsverschulden auch für Vorstände haben kann. Das zweite Urteil, weniger bekannt, aber auch sehr wichtig, ist die Panzerhaubitzenentscheidung des ersten Strafsenats. Worum ging es in dem Fall oder warum ist der Fall relevant? Der BGH hob die Verurteilung eines leitenden Angestellten durch das Landgericht München auf, weil bei der Bemessung der Strafe und der Geldbuße für das betreffende Unternehmen im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft in Griechenland allein auf das Verschulden dieses leitenden Mitarbeiters abgestellt wurde und nicht auf ein etwaiges Verschulden auch der Geschäftsleitung, ein etwaiges Organisationsverschulden. Der BGH hat aber in diesem Urteil am obiter dictum der
zurückverwiesenen Instanz mit auf den Weg gegeben, dass bei der Neubemessung der Geldbuße in jedem Fall auch die Compliance-Anstrengungen des Unternehmens mit berücksichtigt werden sollten und müssen. Und wie die Kriterien für die Berücksichtigung dieser Compliance-Anstrengungen sind, das hat der BGH offen gelassen. Darüber wollen wir aber jetzt auch gleich mit Ihnen noch einmal sprechen. Da gibt es Anhaltspunkte, was man daran heranziehen kann, was auch Behörden heranziehen würden. Und das ist Neuland im deutschen Recht. Das kennen wir schon im ausländischen Recht, das kennen wir in den USA und auch in England. Und Herr Block hat ja das Verbandssanktionsgesetz schon angesprochen. Auch dort ist in dem Entwurf, den wir kennen, vorgesehen, dass Compliance-Anstrengungen berücksichtigt werden. Last but not least, das unternehmerische Ermessen. Ich hatte bereits gesagt, dass das ob heute unstreitig ist. Jedes Unternehmen, jede Geschäftsleitung muss ein Compliance-System einführen. Die Entscheidung darüber aber, in welchem Umfang ich dieses System einführe, ist eine unternehmerische Entscheidung, wie andere unternehmerische Entscheidungen auch. Und Geschäftsleiter kommen zu einer Enthaftung, wenn sie bei der Entscheidung sich an die Business Judgment Rule halten. Die Kriterien haben wir hier noch einmal aufgeführt. Und ganz wichtig ist letztlich die Entscheidung auf der Grundlage angemessener Informationen. Und damit ist letztlich die Risikoanalyse gemeint, die wir angesprochen haben und auf die wir auch noch eingehen werden, dass man dieses Compliance-System aufbaut auf der Grundlage einer richtigen und ordentlichen Risikoanalyse und das dann auch dokumentiert, sodass, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen sein sollte, man nachweisen kann, dass man diese Hausaufgabe gemacht hat. Und damit sind wir jetzt beim Mittelstand. Ja, nach diesem sehr guten Überblick über die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen kommen wir doch jetzt mal etwas konkreter dazu, was man im Mittelstand eigentlich braucht aus unserer Sicht und was so die Besonderheiten im Mittelstand sind. Sie sehen es auf der Folie, wir haben mal so ein paar typische Zitate mitgebracht, die allesamt aus der Beratungspraxis stammen. Ja, was ist die Herausforderung bei Compliance im Mittelstand? Wir haben einerseits die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen, die für Mittelständler gelten, wie für Großkonzerne. Das heißt jetzt nicht, dass der Mittelständler genau das Gleiche eins zu eins machen muss wie ein Großkonzern. Es braucht keine Compliance-Abteilung mit 50 Mitarbeitern für einen Mittelständler, das ist klar. Aber die rechtlichen Anforderungen und der Haftungsmaßstab ist im Grundsatz der gleiche. Auf der anderen Seite haben wir eben im Mittelstand die Besonderheit, dass die zentralen Strukturen erheblich schlanker sind im Normalfall, dass man in diesen Bereichen, im Rechtsbereich allgemein, aber auch vor allem im Compliance-Bereich, deutlich schwächer aufgestellt ist. Was wir auch sehen im Rahmen von Risikoanalysen, die wir bei Mittelständlern regelmäßig durchführen, ist, dass die Sensibilisierung für Compliance-Fragen zum Teil noch sehr wenig ausgeprägt ist. Da hört man dann in der Tat so Sätze wie, wer soll das denn bei uns noch machen? Brauchen wir das wirklich? Das kostet doch nur Geld. Bei uns gibt es diese Compliance-Themen nicht. Wir sind ja nicht Siemens. Da kann doch nichts passieren. Wir kennen unsere Pappenheimer und, und. Also jeder, der sich im Mittelstand mit Compliance-Fragen beschäftigt, wird das möglicherweise in der einen oder anderen Form so auch schon mal gehört haben. Was ist der Grund für diese Einstellung? Ja, das ist häufig, Sie haben mittelständische Unternehmen, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind, stark expandiert haben, die aber, was die Unternehmensorganisation angeht, nicht in gleichem Maße nachgezogen haben wie im operativen Bereich. Das heißt, es fehlt teilweise der Überblick, es fehlt die Sensibilisierung für diese Fragen. Ich sagte schon, man ist operativ zwar sehr gut aufgestellt, der Star ist das Produkt, sage ich mal, aber die Zentralfunktionen, die Rechtsabteilung, die Revision, Compliance gibt es entweder gar nicht oder nur sehr rudimentär. Aufgaben wie Compliance werden, wenn überhaupt, als Nebenaufgabe wahrgenommen und somit ist das Ganze nicht so sehr auf dem Radar und die tatsächlich bestehenden Risiken werden massiv unterschätzt. Ich sagte schon, inhaltlich treffen die mittelständischen Unternehmen die gleichen Anforderungen wie die Großkonzerne. Der Mittelstand kann aber faktisch häufig nicht das leisten, was ein Großkonzern leisten kann, weil sie nicht die entsprechenden Kapazitäten, nicht die Ressourcen haben, nicht das Geld aufbringen können oder wollen, um eine Compliance-Organisation zu schaffen, wie sie, ich sag mal, idealerweise wünschenswert wäre.
Deswegen muss man aus unserer Sicht mit den vorhandenen Ressourcen haushalten und muss sie klug einsetzen. Und da ist eigentlich das Wichtigste, was man zu Beginn machen muss, ist eine umfassende und gründliche Risikoanalyse. Sprich, man muss sich fragen, wo im Unternehmen haben wir eigentlich die größten Risiken aufgrund unseres Geschäftsmodells, unserer geografischen Ausrichtung, aufgrund der Märkte, in denen wir tätig sind und so weiter. Und wie können wir die Risiken, die wir da erkennen, am besten eingrenzen? Weil nur wenn ich das erkenne und weiß, wo ich ansetzen muss, dann kann ich meine Mittel auch effizient einsetzen. Mal ein Versuch, sich anzunähern, was denn ein Compliance-System im Mittelstand enthalten sollte. Ich habe Ihnen mal eine Grafik mitgebracht zu den Grundelementen eines Compliance-Management-Systems. Die Grafik kennen Sie möglicherweise. Die ist entnommen aus dem Prüfungsstandard 980 des Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer zur Effektivität von Compliance-Systemen. Nur zu einigen Punkten möchte ich ein paar Sachen sagen. Das Thema Compliance-Kultur steht aus unserer Sicht, nach unserer Erfahrung, ganz oben auf der Liste der Punkte, die zu beachten sind. Denn mit der Compliance-Kultur im Unternehmen steht und fällt alles. Wenn Compliance ernst gemeint ist und von der Unternehmensleitung nachdrücklich befürwortet und gefördert wird, dann hat Compliance eine Chance, im Unternehmen zu funktionieren. Wenn das nur ein Feigenblatt ist, man hat halt mal ein Compliance-System in Anführungsstrichen aufgebaut, es wird aber nicht gelebt, dann hat Compliance eigentlich keine Chance. Man muss sich, ich sagte das vorhin, über die Compliance-Ziele und die Risiken im Klaren werden. Man muss wissen, was will ich eigentlich, was sind meine Hauptthemen und wie will ich sie angehen. Die Ziele und erkannten Risiken, die berücksichtige ich dann und setze dann um im Rahmen des Compliance-Programms, was ich zuschneide auf das Unternehmen. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, was denn so an konkreten Kriterien, was es an konkreten Kriterien gibt. Da muss man sagen, in der Rechtsprechung und auch Gesetzgebung gibt es in Deutschland eigentlich nichts Konkretes. Es gibt keine konkreten Anforderungen, wie ein Compliance-System überhaupt oder auch wie ein Compliance-System im Mittelstand aussehen müsste und welche Elemente es beinhalten müsste. Schauen wir nochmal auf die eben schon angesprochene Entscheidung des Bundesgerichtshofs von 2017. Da heißt es auch nur, ein wirksames Compliance-System kann helfen, das Bußgeld für das Unternehmen zu reduzieren. Das heißt dann noch, auch Maßnahmen im Nachgang eines Verstoßes können auch noch berücksichtigt werden. Was aber wirksame Maßnahmen sind, was man da konkret für tun muss, dazu schweigt das Urteil leider. Das heißt, da ist man als Rechtsanwender wieder etwas auf sich gestellt. Da es auch sonst in Deutschland mal jenseits der Literatur und der Beratungspraxis wenig Konkretes gibt, hilft ein Blick auf Kriterien, die andere Länder aufgestellt haben. Und da möchte ich vor allem hinweisen auf die USA. Herr Gottschalk sagte das eben schon, das Mutterland der Compliance, nämlich den Leitfaden des US-Justizministeriums Evaluation of Corporate Compliance Programs. Dabei handelt es sich um einen Leitfaden, der erstellt wurde für Staatsanwälte, und der den Staatsanwälten bei ihren Ermittlungen dabei helfen soll, die Wirksamkeit eines Compliance-Systems bei einem Unternehmen, was Gegenstand einer Untersuchung ist, zu hinterfragen und zu prüfen. Dieser Leitfaden ist auch für die Deutschen, auch wenn er vielleicht nicht unmittelbar anwendbar ist, außer man hat jetzt einen konkreten Bezug zu den USA, geschäftliche Aktivitäten in den USA, ist er aber doch ein sehr, sehr hilfreiches Mittel, um sich in diesem Compliance-Thema etwas zu orientieren. Anders als so die typische deutsche Literatur, die man zum Compliance-Thema findet, stellt dieser Leitfaden nämlich ganz konkrete Fragen, hat einen sehr pragmatischen Ansatz und fragt konkret zu einzelnen Compliance-Elementen, wie die konzipiert sind, ob sie funktionieren. Und anhand dieser Fragen kann man sich sehr gut orientieren. Und wenn man diese Fragen durchgeht, hat man einen sehr guten Prüfungsmaßstab,
um sein eigenes Compliance-System entweder aufzubauen oder das bestehende System kritisch zu hinterfragen. Der Leitfaden stellt zunächst mal drei Oberfragen oder Kernfragen, nämlich ist das Compliance-System gut konzipiert? Dann, wie wird das Compliance-System oder wird das Compliance-System effektiv umgesetzt im Unternehmen, also sprich, wird es auch gelebt? Und drittens, funktioniert das Compliance-System dann in der Praxis auch wirklich? Diese drei Kernfragen gliedern sich dann auf in eine Vielzahl von Einzelfragen zu den verschiedenen Compliance-Bausteinen. Die habe ich mal überblicksartig auf der nächsten Folie dargestellt. Wir möchten gleich auf einige dieser Bausteine eingehen, die herausgreifen und durchgehen, welche konkreten Aspekte wichtig sind und welche konkreten Aspekte auch für den Mittelstand hilfreich sind bei der Analyse oder auch der Konzeption des eigenen Compliance-Systems. Fangen wir mal an mit dem ersten Baustein der Risikoanalyse. Eckert. Vielen Dank. Die Risikoanalyse ist letztlich das zentrale Element, die man durchführen muss, bevor man ein Compliance-Programm, ein Compliance-System aufsetzt. Jedes unternehmerische Handeln ist mit einem Risiko verbunden, ob man ein neues Produkt erfolgreich am Markt platzieren kann, ob Investitionsentscheidungen sich letztlich auszahlen oder wie sich externe Rahmenbedingungen entwickeln. Das alles hängt von der bewussten Inkaufnahme von bestimmten Risiken ab und letztlich erfolgt diese Analyse dadurch, dass ich mir bestimmte unternehmensindividuelle Faktoren ansehe und beurteile im Hinblick auf bestimmte Kriterien, die eine Rolle für mich oder für mein Vertriebsland oder für meine Produktion stellen. Mögliche Risikofaktoren gibt es viele. Ich will einmal hier die Risikoanalyse für Korruption darstellen. Da würde man als erstes eine Länderanalyse fahren. Es gibt ja den Corruption Perception Index, CPI, abgekürzt, den Sie alle kennen. Da kriegt man eine Groborientierung, in welchem Umfeld man sich bewegt. Das ist extern letztlich. Man hat aber auch intern die Möglichkeit, über Finanzkontrollen Bargeldauszahlungen zu monitoren oder auch sonstige Zahlungen an Vertriebsmittler oder Geschäftspartner zu kontrollieren. Ich muss mir überlegen, inwieweit benötige ich eigentlich bei meiner Produktplatzierung Geschäftsmittler? Bin ich direkt mit Behörden im Kontakt? Habe ich eher ein Geschäft, was an Privatkunden sich richtet im skandinavischen Raum? Oder bin ich im öffentlichen Sektor in einem Land tätig mit einem relativ hohen CPI-Index? Das alles sind Kriterien, die ich zusammenbringen muss und als Ergebnis dann ein System aufsetzen kann, was angemessen ist für meine geschäftliche Aktivität. Und das würde ich auch dokumentieren im Hinblick auf die eingangs erwähnte Business Judgment Rule. Und wir meinen, dass gerade mittelständische Firmen es insofern viel einfacher haben als Großkonzerne. Denn gerade bei Mittelständlern, Herr Block sprach es schon an, ist es relativ einfach, alle maßgeblichen Stakeholder an den Tisch zu bringen und Wissen zusammenzutragen. Da muss man auch keine Herrscher an externen Beratern ins Unternehmen einholen, um so eine Risikoanalyse durchzufahren, sondern da reicht vielleicht ein oder zwei qualifizierte Berater aus, die einen dabei unterstützen, ein Compliance-Risikoprofil zu erstellen und dann auf der Basis dieser Ergebnisse ein Compliance-System aufzusetzen. Wir selber geben auch alle zwei Jahre ein Compliance-Barometer heraus, wo wir Unternehmen fragen, wie seht ihr denn eigentlich, wo seht ihr eure Risiken? Die letzte Ausgabe aus dem Jahr 2018 hat das Datenschutz als größtes Risiko identifiziert. Das erklärt sich auch aus der DSGVO-Problematik heraus, die wir ja alle kennen. Das hat Unternehmen ja sehr beschäftigt oder beschäftigt Unternehmen teilweise auch immer noch. Wir meinen aber, dass gerade Korruption und Kartell als mögliches Risiko nicht unterschätzt werden sollten. Das zeigen auch die jüngsten Berichterstattungen, Airbus ja nur als Stichwort und Kartell sowieso, die Unternehmen letzten Endes an den Rand der Existenz bringen können. Ja, möchte den Blick
auf ein aus unserer Sicht ganz wesentliches Element eines funktionierenden Compliance-Systems lenken, nämlich die Compliance-Struktur oder das Compliance-System, also tatsächlich die effektive Umsetzung. Was wir beobachten, gerade bei mittelständischen Unternehmen, dass es häufig schon irgendwelche Compliance-Maßnahmen gibt, sei es, man hat mal einen Code of Conduct ins Leben gerufen vor einigen Jahren, eventuell noch eine Antikorruptionsrichtlinie. Das Ganze liegt in der Schublade und die Geschäftsleitung sagt, naja, wir haben ja ein Compliance-System. Sehr viel mehr ist aber nicht passiert. Es gibt eigentlich keine klare Zuständigkeitsverteilung, wer Compliance wahrnehmen soll. Es gibt keinerlei Berichtswege, es gibt keinerlei Kontrolle, Verbesserung oder Anpassung des Systems. Sondern eigentlich hat sich im Vergleich zu vorher nichts geändert. Und das ist ein ganz kritischer Punkt, weil ein Korruptionsleitfaden alleine reicht bei weitem nicht aus. Das ist auch etwas, was die Amerikaner in ihrem Leitfaden sehr klar aufstellen als Anforderung und auch kritisch hinterfragen, wie die konkrete Struktur ausgestaltet ist. Ich möchte mal Folgendes herausgreifen. Der Compliance Officer oder Compliance Beauftragte, dem muss in einem wirksamen System eine ganz gewichtige Rolle zukommen. Zum einen muss er klar zuständig sein für alle Tätigkeiten, die damit zusammenhängen, dass Gesetzesverstöße aus dem Unternehmen heraus verhindert werden. Er sollte nicht nur auf dem Papier existieren, er sollte fachkundig, erfahren, kenntnisreich über das Unternehmen und auch durchsetzungsstark sein. Er sollte auch eine gewichtige Stellung im Unternehmen haben. Er sollte vielleicht kein Berufsanfänger sein, der irgendwo im Hinterzimmer sitzt und diesen Titel geerbt hat, sondern es sollte jemand sein, der direkten Zugang zur Geschäftsführung hat, der bei kritischen Entscheidungen des Unternehmens von Haus aus mit einbezogen wird und der damit das Thema Compliance auch wirklich steuern und verantworten kann. Genauso wichtig sind klar definierte Berichtswege, Berichtszeiträume, Inhalte, damit also für den Bericht von Compliance-Maßnahmen. Ein weiterer Punkt, gerade für den Mittelstand ganz entscheidend, ist die Nutzung vorhandener Ressourcen. Gerade weil der Mittelstand eben keine Compliance-Abteilung mit zig Mitarbeitern aufbauen kann, ist es ganz wesentlich, um ein effektives System aufzubauen, dass die vorhandenen Zentralfunktionen mit ihrem Know-how eingebunden werden, sei es die HR-Abteilung, sei es die Qualitätssicherung, die Rechtsabteilung, der Vertrieb, die kaufmännische Leitung und dergleichen. Diese Leute müssen an einen Tisch geholt werden, idealerweise im Rahmen eines Compliance-Gremiums, eines Compliance-Komitees, um so das gebündelte Wissen zusammenzutragen. Nur dann kann die Organisation wirklich funktionieren und auch lernen. Genauso wichtig ist ein adäquates Schulungskonzept. Viele Unternehmen haben noch gar nicht geschult, manche Unternehmen haben vielleicht einmal geschult. Häufig sehen wir, dass Standardschulungen von der Stange benutzt werden, die jeder Mitarbeiter unabhängig von seiner Position durchlaufen muss. Das ist aus unserer Sicht auch kritisch. Es ist ganz wichtig, dass vor allem risikoangemessen geschult wird, sprich, dass Mitarbeiter aus Funktionen, die besonders gefährdet sind, wie möglicherweise Vertrieb und Einkauf, gezielt geschult werden und zwar auch zugeschnitten auf ihre jeweilige Risikosituation. Dass es also maßgeschneiderte Schulungen sind. Weiter empfehlen wir, dass man jedenfalls zu Beginn auch persönliche Schulungen durchführen sollte und nicht nur Online-Schulungen oder irgendwelche Schulungsbücher den Leuten an die Hand geben sollte. Kommen wir zum Thema Third-Party-Management. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, vor allem im Bereich der Korruptionsprävention, aber auch Geldwäsche und Außenwirtschaft spielen insoweit eine Rolle. Das DOJ sieht in seinem Leitfaden auch für die Auditoren eine Vielzahl von Fragen vor, die im Zusammenhang mit der Prüfung von Third-Party-Management-Systemen zu stellen sind und anhand derer die Effektivität eines solchen Third-Party-Management-Systems analysiert wird. Auch hier gilt risikobasierter Ansatz. Wenn ich überhaupt gar keine Geschäftspartner habe, sondern nur direkt mit Privatkunden zu tun habe, dann ist das Ergebnis der Analyse, dass ich insofern eventuell kein eigenständiges System insofern brauche. Wenn ich aber
mit Lieferanten zusammenarbeite, mit Absatzmittlern, dann kann das eine ganz wichtige Rolle spielen, weil letztlich Verhalten von Absatzmittlern mir hier in Deutschland auch zugerechnet wird. Und das DOJ fasst letzten Endes vier Überschriften zusammen. Das erste, das sprach ich gerade schon an, ist letztlich, dass ich mir anschaue, wie integriere ich dieses Third-Party-Management-System in meinen Lieferanten, in meinen Beschaffungs- und Absatzprozess. Das zweite ist, wie führe ich eigentlich angemessene Kontrollen durch? Prüfe ich, wenn eine Studie in Auftrag gegeben wird, was ist der Hintergrund dieser Studie, warum brauche ich die eigentlich? Wie ist das Zahlungsmanagement ausgestaltet, wenn ich Zahlungen leiste an Vertriebspartner, Stichwort Bargeldauszahlung etc. Was für Prozesse habe ich intern eigentlich die Werthaltigkeit von Gegenleistungen zu prüfen? Wie ist das Vergütungsmanagement ausgestaltet? Wie prüfe ich die Angemessenheit von Vergütung? Das alles ist zu dokumentieren und einzurichten. Wie ist weiter mein Beziehungsmanagement zu dem betreffenden Partner? Letztlich ist es ja nicht damit getan, wenn ich in einem ständigen Geschäftskontakt stehe, einmalig Dinge zu prüfen, sondern ich muss mich ja laufend darüber vergewissern, dass mein Geschäftspartner weiterhin compliant ist. Und da sehen wir häufig in unseren Verträgen Auditorenrechte vor, gleichzeitig auch Pflichten des Geschäftspartners, Bilanzen oder sonstige finanzielle Informationen offenzulegen. Und das ist für das Management ganz wichtig. Und die letzte Stufe ist letztlich, wenn ich denn dann auf der Basis dieses Management zu Fehlverhalten oder zu Red Flags komme, wie gehe ich eigentlich damit um? Habe ich ein abgestuftes Verwarnsystem oder wie ist mein Kündigungsprozess eigentlich ausgestaltet? Schließe ich eventuelle Geschäftspartner von zukünftigen Aufträgen aus? Auch das schaut sich das DOJ an, wenn es die Effektivität eines Third-Party-Managements prüft. Letzter Baustein, den wir Ihnen hier heute Mittag vorstellen wollen, das sind die anonymen Hinweisgebersysteme. Auch das ist ein zentraler Baustein für ein Compliance-Management-System. Da war bisher in Deutschland immer noch umstritten, ob es so ein System eigentlich geben muss. Wir kennen auch viele mittelständische Unternehmen, die so ein System nicht haben. Das ändert sich nunmehr. Die Whistleblower-Richtlinie ist Ende letzten Jahres in Kraft getreten und 2021 wird diese Richtlinie in das deutsche Recht umgesetzt sein. Und dann werden Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, so eine Hinweisgebersystem einrichten müssen. Und dann ist das eine die Einrichtung und das Aufsetzen. Das andere ist aber auch wiederum die Effektivität. Und da letztlich muss ich sicherstellen, dass ich, wenn Meldungen eingehe, die in diesen Meldungen auch nachgehe, wie ist das Meldesystem ausgestaltet? Ist es eine Telefonnummer, die nicht erreichbar ist? Oder wenn ich als Mittelständler auch in mehreren Kontinenten unterwegs bin, wie gehe ich eigentlich mit Zeitverschiebungen um? Habe ich ein E-Mail-System? Das alles sind, sage ich mal, Fragen, die bei dem Aufsetzen sich dann stellen. Und habe ich interne Leute, habe ich externe Leute, einen Ombudsmann, der dafür zuständig ist? Das würde sich dann auch ein Prüfer ansehen, wie dieses System ausgestaltet ist und wie Mitarbeiter damit umgehen im täglichen Leben. Letzter Punkt, was passiert eigentlich, wenn so eine Meldung eingeht? Habe ich Zuständigkeiten im Unternehmen, Berichtslinien, die greifen zum Compliance Officer und so weiter? Auch das gehört dazu. Damit sind wir ans Ende gekommen. Wir hoffen, Ihnen hat unser Vortrag über angemessenes CMS im Mittelstand gefallen und auch für Ihre tägliche Arbeit weitergeholfen. Für Rückfragen stehen wir jetzt gerne noch zur Verfügung oder auch unabhängig davon, unsere Kontaktdaten finden Sie ja in der Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Okay. Vielen Dank, Herr Block, Herr Dr. Gottschalk, für Ihren spannenden Vortrag. Hier sind tatsächlich ein paar Fragen gestellt worden bei uns im Chatroom. Und zwar die erste Frage ist, welche Anforderungen werden von Geschäftspartnern, also Konzerne, an ihre Zulieferer, im Fall Mittelständler, bezüglich Compliance in der Regel gestellt und wie kann man diese erfüllen? Ja, gute Frage, sehr relevante Frage. Wir sehen immer mehr, eigentlich schon seit einigen Jahren, dass Großkonzerne, häufig auch solche, die möglicherweise in der Vergangenheit gebeutelt wurden durch Compliance-Fälle,
in den eigenen Reihen, dass die nun sich neu aufgestellt haben und die eigenen Anforderungen eins zu eins an die Lieferanten weitergeben. Die Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die versuchen, wirklich von ihren Lieferanten ein umfassendes Compliance-Regelwerk und umfassende Nachweise zu Compliance-Maßnahmen zu verlangen, womit der Mittelständler dann häufig überfordert ist. In anderen Fällen reicht es aus, wenn man eine Bestätigung abgibt, dass man ein Compliance-System installiert hat, das bestimmte Mindestanforderungen erfüllt, wie Korruptionsschulungen, überhaupt Schulungen, ein Code of Conduct, dass die eigene Lieferkette, sprich die eigenen Lieferanten auch mit einbezogen sind und überprüft werden. Und manche Unternehmen erstrecken das noch, sagen wir mal, Stichwort CSR, Nachhaltigkeit, auf sämtliche Nachhaltigkeitsthemen, wo man dann umfassende Erklärungen abgeben muss zur umweltrechtlichen Compliance, zur arbeitsrechtlichen Compliance, wo man eventuell Erklärungen abgeben muss zu Compliance-Vorkehrungen bei den eigenen Lieferanten. Also da gibt es ein sehr heterogenes Bild und wir sehen eine latente Überforderung vieler Mittelständler, wie damit umzugehen ist. Meine Empfehlung ist, man muss sich das im Einzelfall angucken, so gut wie möglich darauf antworten. Man kann auch das Gespräch suchen mit dem Kunden, um gegebenenfalls die eine oder andere Anforderung etwas abzuschwächen. Letztlich führt aber bei solchen Anforderungen kein Weg daran vorbei, dass man sich selber mit der Frage eines Compliance-Systems befasst. Du sprachst ja das Thema CSR auch schon an. Also letztlich ist das dann ja auch kein Selbstzweck von Konzernen, sondern häufig sind die selbst halt durch die Umsetzung der CSR-Richtlinie dann verpflichtet, ja selbst Aussage darüber zu treffen, wie ihre Zulieferer Compliance-Risiken managen. Ja. Und wahrscheinlich ist das Gespräch in der Hinsicht sehr sinnvoll. Eine weitere Frage ist, warum haben Mittelständler so große Probleme mit der Einführung eines Compliance-Management-Systems? Sie hatten es ja schon angedeutet, Kostendruck ist da, dann die Bürokratie, die befürchtet wird. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Also letztlich ist Compliance insofern ja immer noch ein neues Rechtsgebiet, hätte ich fast gesagt, das vielleicht nicht, aber es ist in der klassischen, sage ich mal, Aufteilung eines Unternehmens findet man die Compliance nicht als eigenständiges Ressort, sondern es gibt eine Rechtsabteilung, es gibt eine Buchhaltung, es gibt einen Vertrieb, es gibt einen Produktionsverantwortlichen und diese hergebrachte Struktur erschwert es letztlich eine Compliance-Verantwortlichkeit eindeutig zuzuordnen im Unternehmen und daher würde ich sagen, rührt eine gewisse Schwäche einfach vom althergebrachten organisatorischen Aufbau. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass diese Compliance, diese Pflicht, ein Compliance-System einzurichten, Pflicht der Unternehmensleitung ist, wenn man das einmal verstanden hat, dann muss man darauf dann aufbauen und dann überlegen, wie setze ich das um und wie delegiere ich das auch. Weil eine Geschäftsleitung kann ja letztlich diese Compliance-Verantwortung nicht alleine erfüllen, sondern das ist durchaus auch erlaubt, dass man im Rahmen der Organisation das dann delegiert und dann, wie wir das auch dargelegt haben, kann man sehr schön alle zusammenbringen und Compliance als Gemeinschaftsaufgabe verstehen, aber selbstverständlich sollte auch einer dann auch den Hut aufhaben und die Verantwortlichkeit haben. Aber das Beispiel, was du, glaube ich, gebracht hast, war eigentlich sehr schön, nicht, dass man letztlich to walk the talk, also es hilft nicht, einen Compliance Officer oder Compliance Beauftragten zu benennen, der eventuell überhaupt nicht kompetent ist, und das muss schon jemand sein, der in der Organisation eine gewisse Strahlkraft hat und dann aber auch alle zusammenbringt und Compliance insofern eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Vielleicht auch noch eine Ergänzung, also was wir immer noch wahrnehmen, erstaunlicherweise, ist der weit verbreitete Irrglaube, jedenfalls bei der Unternehmensleitung, dass Compliance ja was für Großkonzerne sei. Also klare Aussage, dem ist nicht so. Und gerade jetzt die Diskussion ums Verbandssanktionengesetz sollte eigentlich jedermann deutlich machen, dass für die Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, jetzt langsam der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Wir haben auch immer in den, ich sag mal, pathologischen Fällen dann das Phänomen, dass die Geschäftsleitung dann, wenn es droht, weh zu tun, wenn Unternehmensgeldbußen drohen,
dass dann Compliance und Kosten, was sonst immer ein Thema ist, keine Rolle mehr spielt. Hätte man das vorher vernünftig wäre man das vorher vernünftig angegangen, wäre das Problem häufig nicht so groß geworden. Vielen Dank, da passt auch Ihr Zitat zu Beginn des Vortrags sehr schön. Eine Frage haben wir noch. Welche Ratschläge können Sie mittelständischen Unternehmen geben, eine kostengünstige und schlanke Compliance-Organisation zu gestalten, ohne dass diese wiederum ihre Wirksamkeit verliert? Ich würde sagen, ich verweise nochmal auf das, was wir im Vortrag mehrfach betont haben. Das eine ist, eine Risikoanalyse durchzuführen. Und das vielleicht nicht nur, indem man 2, 3 Leuten im Unternehmen einen Fragebogen gibt und sagt, füllt den doch mal aus, sondern dass man mit den Leuten spricht. Sei es, dass man das selber macht, sei es, dass man die bösen Anwälte reinholt, die dann Interviews führen und mal abklopfen, wo in der Organisation eigentlich mögliche Schwachpunkte sind. Erfahrungsgemäß stellt man da sehr viel mehr fest, als man vorher vermutet hätte. Wenn man das hat, dann kann man sich überlegen, okay, wo brennt es denn am ehesten? Wo sind die wichtigsten Themen? Wo sind wir schlecht aufgestellt? Und dann kann man das zielgerichtet angehen. Wir haben vorhin jede Menge Bausteine gezeigt für ein Compliance-System. Das ist natürlich alles wünschenswert, dass man das aufbaut, aber es ist auch klar, das muss man nicht alles innerhalb von 3 Tagen machen. Man kann anfangen mit den ersten Schritten, mit einer, ich sag mal, mit Compliance, mit einem Code of Conduct und Compliance-Richtlinien und Schulungen. Kann sich dann angucken, in welchen Bereichen haben wir vielleicht noch Risiken, die wir als nächstes angehen müssen. Also, dass man ein gestuftes Vorgehen macht. Und das Letzte ist, auch wie schon angesprochen, dass man das vorhandene Know-how, was man im Haus hat, nutzt und einbindet. Also der Compliance Officer muss nicht alles alleine machen, sondern man sollte sich die Experten zu einzelnen Bereichen mit an den Tisch holen. Dann erkennt man schon viele Risiken, die vielleicht im Haus sind. Und man kann auch gemeinsam überlegen, wie man die im Alltag, ohne große Strukturen aufzubauen, gut in den Griff kriegen kann. Das ist eigentlich ja schon sehr schön zusammengefasst. Ich meine, wie gehen wir in der Praxis vor? Und das ist schon so, dass man mit einem Fragebogen anfängt und danach dann, glaube ich, ganz wichtig Gespräche führt mit bestimmten Bereichen und auf der Basis dann, das ist wirklich ein überschaubarer Aufwand, auf der Basis sich dann einmal zusammensetzt und letztendlich diese Risikofaktoren ansieht und dann schaut, wo müssen wir jetzt als erstes tätig werden. Und dann wird auch relativ schnell klar, wo, sage ich mal, ein Handlungsbedarf besteht. Also wenn ich jetzt gar keine Geschäftsmittler einsetze, dann muss ich eventuell mir kein Third-Party-Management überlegen. Vielen Dank. Ich denke, das war schon mal sehr hilfreich für den Anfang. Ja, ich danke Ihnen, Herr Block, Herr Dr. Gottschalk. Dürfen wir die Präsentation zur Verfügung stellen? Ja, selbstverständlich. Ja. Prima. Ja, ich danke Ihnen, liebe Teilnehmer, für Ihre Teilnahme an unserem Webinar heute. Bei uns geht es weiter mit unserem nächsten Webinar im März. Wir freuen uns, wenn Sie wieder live mit dabei sind. Machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen. Vielen Dank.